Was erlauben amerikanische Notenbanken Fed? Ist der Weihnachtsrally jetzt kaputt? Nein, natürlich nicht, meine Damen und Herren. Es gibt viel, viel Hoffnung für die Bullen auf eine Jahresendrally, denn die Investoren haben es sich verdient. Kaum hat der S&P 500 20% Jahresperformance gemacht und der Nasdaq wahrscheinlich das Siebenfache. Da hat man einen gesetzlichen, humanistischen Anspruch auf eine saftige Weihnachtsrally. Das ist ja ganz klar. Und das, was die Fed da nun mal veranstaltet mit dieser hockischen Wende, naja, da müssen wir erst mal sehen, ob der Schaden schon groß genug ist, dass der Jerome morgen versucht, dann Schadensbegrenzung in seiner Pressekonferenz zu leisten. Aber schauen wir uns mal die Geschehnisse des Tages an. Heute vor allem wieder der Nasdaq schwach. Was ist da los? Warum ist das so? Wir wollen zunächst mal mit positiven Nachrichten starten. Und Sie wissen, ich starte immer mit positiven Nachrichten. Also so auch heute. Es gab positive Nachrichten von Omikron. Das soll also weniger gefährlich sein als die Delta-Variante. Zwei Impfungen, so berichtet der Telegraph, würden da doch wohl schon reichen. Also es ist offenkundig nicht so, dass wegen irgendwelcher Omikron-Sorgen die Märkte heute unter Druck sind. Omikron hat die Märkte nur partiell interessiert. Was die Märkte interessiert ist, Liquidität an erster Stelle, an zweiter Stelle Liquidität und dann an dritter Stelle Liquidität und dementsprechend auch die Meldung Pfizer, dass hier die Pille, also das Medikament von Pfizer, Hospitalisierungen stoppt, aber nicht mildere Symptome. So what? Mildere Symptome wären ja kein Problem. Hospitalisierungen sind das Entscheidende. Also gute Nachrichten von Omikron und dennoch die Märkte unter Druck. Also muss es etwas anderes sein als Omikron. Und siehe da, die Märkte kamen heute richtig unter Druck, als die US-Erzeugerpreise deutlich höher mal wieder ausgefallen waren als erwartet. Die nächste Überraschung in Sachen Preisanstiege, 9,6% zum Vorjahresmonat, 0,8% zum Vormonat. Hier sehen wir diese Grafik, das ist der höchste jemals verzeichnete Wert. Auch die Kernrate so hoch wie seit den 1970ern nicht mehr. Also das bringt die Fed natürlich noch weiter unter Druck, denn das sind die Kosten für Unternehmen. Nun kauft ein Unternehmen nicht dasselbe wie ein Konsument, das stimmt. Aber die Unternehmen jedenfalls haben deutlich höhere Kosten und müssen das an die Konsumenten weitergeben. Dementsprechend natürlich die Sorge der Märkte, wenn die Unternehmen beginnen, so wie deutsche Unternehmen klar gesagt haben, wir werden die Preise anheben. Wenn die jetzt beginnen, um ihre Margen zu retten, die Preise anzuheben, dann bringt das die Notenbank eine noch schwierigere Situation. Und hier Bank of America, Umfragen unter den ganz großen Dickfischen der Fondsbranche. Was fürchtest du am meisten? Nummer 1 ist Tapering Policy. Also Tapering, die Straffung der Geldpolitik. Dann an zweiter Stelle Runaway Inflation. Aber warum fürchtet man Inflation? Eben wegen der Reaktion der Notenbanken. Und dann an dritter Stelle erst irgendwelche Pandemie-Varianten, also Omikron, das viel gefährlichere Virus ist ja Scheromikron, nicht Omikron, und dann geopolitische Risiken, da ist ja auch nicht wenig am Start in Sachen Ukraine, dazu später mehr. Jetzt gibt es eine frische Umfrage von CNBC, dem amerikanischen Fernsehsender. Was ist die Erwartung, die derzeit jetzt Konsens ist? Es dürfte wohl so sein, dass die Fed das Tapering verdoppeln wird, also statt 15 Milliarden, 30 Milliarden Dollar pro Monat. Dann wäre man Ende März fertig und würde dann im Juni, so die Erwartung 2022, die Zinsen anheben. Es würde dann insgesamt 3 Zinsanhebungen in 2022 und 2 und nochmal 3 in 2023 geben, also 6 Zinsanhebungen mit einer Zinsrate dann von 2,3%. Jetzt hat Nairanja Kocherlakota, ein ehemaliges FED-Mitglied, so lange ist er noch gar nicht raus aus der FED, damals Chef der Minneapolis FED, und gesagt, wenn also die Fed-Officials nicht deutlich aggressiver sind in ihrem Zinsanhebungskurs, dann wird diese Passivität oder ist die große Gefahr, dass diese Passivität zu einer Art Wiederholung der großen Inflation der 1970er Jahre führt. Also ihr müsst jetzt Gas geben, so raten nicht nur eben Kocherlakota, sondern auch Dudley, ex-New York Fed-Chef. Also alle, die jetzt außerhalb der Verantwortung sind, die hauen richtig auf die Pauke und setzen die Fed noch weiter unter Druck. Tut was, Leute. Ihr müsst umsteuern, sonst haben wir ein riesiges Thema. Und die Märkte, die Zinsmärkte, die Anleihenmärkte erwarten diese Umsteuerung. Und wir haben jetzt interessanterweise eine Invertierung der Zinskurve, und zwar zwischen der einjährigen und der vierjährigen US-Staatsanleihe.
Also Invertierungen von Zinskurven gelten ja als sehr klares Signal für Rezession. Und wir sehen hier, die Märkte erwarten jetzt, dass die Zinsen in 2025 niedriger sind als 2023. Also 2 Jahre später Zinsen niedriger als 2023, weil man eben davon ausgeht, dass diese Zinsanhebungen der Fed dann sowohl die Wirtschaftsmärkte oder die Wirtschaft als auch die Finanzmärkte abschwächen werden. Weswegen die Fed dann beginnen muss, wieder die Zinsen zu senken. Aber erstmal muss sie sie anheben. Und noch nicht lange ist es her, als Jerome Powell gesagt hat, also wir werden nicht die Zinsen anheben, voreilig die Zinsen anheben aus Angst vor Inflation, sondern wir wollen erstmal gucken, wie es denn ausschaut mit der Inflation und anderen Ungleichgewichten. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben Erzeugerpreise plus 9,6%, Verbraucherpreise plus 6,8%, wir haben Hauspreise plus 19,5% und Importpreise plus 10,7%. Das sind teilweise also schon zweistellige Raten und das bringt die Fed unter Druck. Und jetzt haben wir gleichzeitig Märkte, die so billig sind wie kaum in der Geschichte. Kleiner Scherz am Rande, hier sehen wir mal, wir sind jetzt ganz knapp nur unter dem Niveau der Dotcom-Blase, was das Price-Earnings-Ratio betrifft, also Marktkapitalisierung zu Gewinnen. Ähnlich schaut es aus mit Marktkapitalisierung zu Umsätzen, da schaut es sogar noch ein bisschen heftiger aus. Aber wir schaffen das noch, sagt hier Lance Robert, kommt, lasst uns noch ein neues Hoch hier machen, dann passt es schon irgendwie. Also wir treffen jetzt oder sind in einem Zyklus, wo es mit der Liquidität ein bisschen schwieriger wird und die Aktienmärkte ein bisschen hoch bewertet sind. Und schauen wir jetzt mal die Dickfische an, die ja maßgeblich die Indizes oben gehalten haben, während viele, viele Aktien schon deutlich im Bärenmarkt sind. Eine Apple, die gut 30% gewonnen hat, eine Microsoft, die über 50% gewonnen hat, Google 70%, eine Amazon schwächer, eine Tesla trotz der jüngsten Verluste auch noch fast 50%, also da ist etwas passiert und das sind natürlich diese marktschweren Titel, die die Aktienmärkte insgesamt oben gehalten haben. Wir sehen, dass eben dann eine Konzentration auch in den Portfolios passiert. Jeder, der irgendwie schlau ist, handelt entweder Indizes selbst auf der Longseite mit ETFs, wenn man Vermögensverwalter ist, oder er legt sich eben diese großen Tech-Titel rein. Und so ist es bei Berkshire Hathaway, hatte ich heute Morgen schon gesagt. Fast die Hälfte des Portfolios von Berkshire Hathaway ist inzwischen Apple, nämlich über 48%. Und das, naja, das Geilste könnte man fast sagen mit Sven Henrik ist, ja, pass mal auf, mit diesen enormen Aktienrückkäufen wird das Angebot am Markt von Aktien verknappt. Dadurch steigen die Preise für diese Aktien, was wiederum die Investoren, die Performance machen wollen und müssen, in diese Aktien zwingt, die dann steigen, sodass immer mehr Klumpen sich bilden in diesen wenigen Aktien, die hier wirklich noch gut performen. Ist das Unternehmen dann weniger mehr wert geworden, etwa eine Apple? Oder hat sich die Substanz des Unternehmens irgendwie verbessert? Nein, der Preis hat sich deutlich gesteigert, weil es weniger Aktien gibt und dementsprechend alle diese wenigen Aktien jagen, was die Preise nach oben gebracht hat. Aber der Wert, der faktische Wert des Unternehmens hat sich nicht geändert, wohl aber der Preis des Unternehmens. Und das ist aus meiner Sicht das ganz große Risiko, wenn Apple und Konsorten mal anfangen, nachhaltig zu korrigieren. Dann aua, aua, aua. Gucken wir mal, wie es geht. Jedenfalls ist es so, dass ja durchaus Aktienmärkte nicht immer sofort unter Druck kommen, wenn die Zinsen angehoben werden. Warum? Weil in der Regel, wenn die Zinsen angehoben werden, dann geht es der Wirtschaft auch gut, dann machen die Unternehmen Gewinne. Was das Problem diesmal ist und eben dann immer wieder letztendlich am Ende ist, dass die Zinsanhebungen der Notenbank dann die Wirtschaft schwächen und dann eben den Zyklus, den Aufwärtszyklus beenden, in einen Abwärtszyklus führen, weswegen dann die Aktienmärkte regelmäßig und zwar jedes Mal in solchen Zinsanhebungszyklen dann am Ende zumindest gefallen sind. Diesmal ist sicherlich alles anders, gell? Ja, sicher. Also da ist natürlich ein völlig neues Spiel. Wir haben ja eine völlig neue Zeitrechnung. Das glauben viele auch, die weder die Dotcom-Blase erlebt haben, noch die Finanzkrise erlebt haben. Mithin also die leicht religiös veranlagten Charaktere, die bei AMC und GameStop investiert sind und da eine riesen ideologische Geschichte draus machen. Wir sind die Guten, die Hedgefonds sind die Bösen. Als gestern hier der, oder als die Aktien AMC GameStop deutlich gefallen sind, hat mein Kollege heute einen Artikel geschrieben, warum AMC GameStop und Co. so kräftig in den Keller rauschen. Und dann hat ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, der meinte, sich dann hier äußern zu müssen, seid ihr jetzt die Bild der Finanzwelt? Ja, warum nicht? Ja. Headlines wie die Bild-Zeitung
Qualität in den Artikeln wie das Handelsblatt, damit könnte ich leben. Abverkäufe hat irgendjemand recherchiert, bevor er diesen völlig verblödeten Artikel geschrieben hat. Der Markt wird weiter manipuliert von den Big Playern. Wahrscheinlich bekommt ihr auch noch Geld für solche Artikel. Klar, also das macht uns richtig reich. Was wir da für Geld bekommen, wenn wir schreiben, hier AMC, GameStop abverkauft, also jedes Mal so viel Geld, ja, deswegen kann ich es mir leisten, hier umsonst diese Videos anzubieten. Das nur nebenbei am Rande, meine Damen und Herren. Also könnte ich kotzen bei einer so miesen Berichterstattung? Ja, ich habe dann geantwortet, es ist natürlich kein Abverkauf, minus 16% wie gestern, ist kein Abverkauf, ist ein Mini-Korrektürchen. Und wenn die Aktien steigen, dann ist das nicht manipuliert, wenn sie fallen, ist es manipuliert, die bösen Hedgefonds auf der einen Seite, die Guten, die an das Gute glauben und auf der richtigen Seite der Geschichte sind, auf der anderen Seite ganz großartig religiöse Veranlagungssituationen, das ist so eine Art Pseudo-Religiosität, die sich dann auf die Finanzmärkte überträgt, das ist sinnstiftend, das gibt Identität, deswegen finden die das alle so toll, aber dennoch, AMC und Konsorten sind schon deutlich gefallen inzwischen. Aber es gibt Hoffnung für die Bullen, um jetzt mal wieder zum großen Bild zu kommen. Nomura, die sich sehr stark mit diesem Optionshandel, mit der Dynamik der Optionsmärkte und dem Einfluss auf die Aktienmärkte beschäftigen, sagen, ja, wir sind jetzt kurz vor einer Kapitulation in vielen Bereichen. Eine Apple ist jetzt immerhin 5% gefallen seit dem Hoch am Montag. Wir sehen den Nasdaq 100 jetzt schon minus 3,4% seit Beginn der Woche und die ist ja noch nicht so furchtbar alt. Und sowohl Nvidia als auch Tesla, zwei absolute Schwergewichte, sind in einem Bärenmarkt. Und wie stark die Hoffnung ist, das wollen wir besprechen bei Boom und Bust übermorgen, Donnerstag, 18.30 Uhr mit dem ewig bullischen Robert Halver. Ich freue mich schon riesig. Aktienmärkte, fürchtet euch nicht, die Jahresendrallye kommt ganz unbedingt. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, meine Damen und Herren. Am Donnerstag mehr dazu mit Robert Halver. Das wird interessant. Und hier schauen Sie sich mal diese Grafik an. Ab Mitte Dezember geht es regelmäßig nach oben mit den Aktienmärkten. Diesmal ist nichts anders. Das wird diesmal auch passieren. Vielleicht hat der gute Jerome ein Einsehen und fürchtet sich doch sehr, wenn die Aktienmärkte zu weit fallen und gibt dann ein Weihnachtsgeschenk, zwar einen hawkischen Inhalt, aber eine dovische Verpackung, das wäre doch eine sehr schöne Geschichte. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, Lieferengpässe, Corona, IFO-Institut hat heute die Wachstumsprognosen gesenkt und erstmal gesagt, also 2022 nichts geringere Inflation, wahrscheinlich dann 2023 könnte es besser werden. Ja, das ist transitory, gell, also transitory ist alles unter einem Jahrhundert ist absolut transitory. Das ist mal ganz klar und ganz transitorisch natürlich auch die Entwicklung der Gaspreise. Neues Allzeithoch, da hat unsere liebe Frau Baerbock ja wieder gute Arbeit geleistet. Wir schalten Atomkraftwerke ab, wir schalten Kohlekraftwerke ab, was uns dann abhängig macht von der Gasversorgung durch Russland. Dann hauen wir aber mal den Russen richtig einen auf den Finger und sagen Nord Stream 2. Na, das genehmigen wir nicht, gell? Und wenn wir frieren, dann haben wir noch wie vor ein grünes Gewissen. Das ist ja auch schon mal was. Wir sehen hier den Dutch TTF Net Gas Future auf neuem Allzeithoch. Hier sehen wir auch mal die Strompreise. Germanie 295,2 pro Megawattstunde. Spanien ähnlich, Frankreich noch teurer, Italien noch teurer. Also da ist ein fröhliches, sehr transitorisches Inflationsgeschehen am Start. Viele haben ja Einjahresverträge, die kriegen dann ab 01.01.2022 so richtig einen eingeschenkt, wie eben auch am 01.01.2022 viele Preise steigen werden. Wir sehen hier, die Gasspeicher sind extrem leer. Dunkelblau hier der Durchschnitt und wir sind jetzt nicht mal bei 65%, historisch extrem niedrig. Nur können wir mal richtig gegen den Putin austeilen, Frau Baerbock, gell? Also da ist natürlich richtig was am Start. Und wir haben natürlich noch einen Kandidaten, der nach wie vor nicht aus dem Rennen ist, für die Bundesbank-Chefposition, Marcello Vraccarino. Und der hat einen großartigen Artikel geschrieben. Heute, warum also alle, die vor steigender Inflation warnen, Ängste schüren und Populisten sind. Natürlich, unser Marcello ist kein Populist, er ist nur ein bisschen ehrgeizig und würde gerne auch in die EZB kommen, gell? Da haben wir einen wunderbaren Artikel drüber geschrieben, den werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Absolutes Muss, meine Damen und Herren, must read, genauso wie der Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, das Dilemma der FED in fünf Grafiken. Da zeigt er anhand von fünf einfachen Grafiken, wie sehr die Notenbanken in der Patsche sitzen. Also auch dieser Artikel unter dem Video, absolutes Must read, diese beiden Artikel und nochmal der Hinweis auf Boom und Bust am Donnerstag. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao, die Jahresendrallye kommt!